Ja! Hä? Wer von euch Wichser hat eine Haftbombe rausgeholt? Ist doch gar kein Dingsmodus. Ich wollte sagen, du hast Selbstmord einfach begangen. Ich halte Ares gerade auf, dass du ihn runterstoßen kannst, wenn du kommst. Hä, warum? Versuch ihn vorher runterzustoßen, aber er weigert sich. Ja, ey, lass mich schon bitte. Ares, du musst die Scheiße eh nochmal von vorne machen, also. Nein, muss ich nicht, komm. Du kannst auch jetzt schon anfangen, Ares. Wow. Hätt's mich nicht. Ja, fahr. Wo seid ihr denn gerade? Digga, nein, Digga. Alter, nein! Du Mieser, nein! Alter! Verpiss dich! Oh Gott sei Dank! Ihr habt heute Bock auf den Pampel-Parcours? Bam! Da seid ihr genau richtig. Heute nämlich geile Troll-Action gemeinsam mit Deko. Und Ares, ein wunderschön. Supergeil. Dass ihr da seid. Mann. Was geht ab, Hallöchen? Bei diesem Kackwetter, was ist das? Hallo. Das war aber Rice-Muchachos. Der Nüsschen, ihm seid euch poliert. Ich wünsche euch, ihr wisst Bescheid, auf mich verlasst. Ein wunderschön. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Dienst, guten Feierabend, guten Rauch, guten Appetit, guten Dusch und guten... Oh yeah. Hat das ja, alles Gute zum Geburtstag, oder? Hallo. Hart auf, gehört zu regnen, aber, muss man sagen. Perfekt. Oh, danke schön. Nehmen Sie mich bitte mit, yeah. Ja, Baby? Nein, ich lass dich einfach stehen. Und jetzt haben wir Panto, oder? Oh, jetzt haben wir Hartgeldnutte. Digga, kennt ihr den Begriff Hartgeldnutte? Ja. Digga, wer kennt den nicht? Ich nenne Cavera in R6 immer so. Warum? Weil brasilianische Hartgeldnutte. Boah, das ist aber wirklich pauschalisierend hier, muss ich sagen. Das ist sehr unfrauenfeindlich. Pauschalisierend und frauenfeindlich. Also rassistisch und frauenfeindlich. Ja! Lass mich raten. Ist rassistisch und frauenfeindlich. Überführt, Junge, überführt. Hä, wir müssen hier lang. Deko, müssen hier lang. Hallo. Hier zeigt der Pfeil hin. Warte mal, hier und dann hier rüber springen. Der Pfeil zeigt einfach nur ganz tief in dein Arschloch. Und ich werde es mir holen. Ich werde es mir eiskalt holen. Dann müssen wir doch nur hier lang fahren. Oh, hier steht ein Panther rum. Weißer, kann man den nehmen? Haben wir Modus an, dass wir wechseln können? Leider nein. Also gut, schon etwas länger her, dass wir mal wieder ein bisschen Panto-Action haben. Das nächste Mal bestimmt auch wieder mit Nugi. Oh, ich bin zu hoch, Brudi, ich bin zu hoch. Das mache ich jetzt immer. War das ja auch zu groß? Na, er hat den Punkt. Nein, ich habe den Punkt nicht. Ich fahre schon mal weiter. Ja. Also nächstes Mal ist der gute Nugi auch wieder dabei. Alter. Wir müssen hier an der Seite langfahren. Ja! Hä? Wer von euch Wichser hat eine Haftbombe rausgeholt? Ist doch gar kein Dingsmodus. Ich wollte sagen, du hast Selbstmord einfach begangen. Ja. Hä, wie ging das denn? Lol. Deko hat Selbstmord begangen. Hä, wie? Ja. War da eine Bombe? Hier ist eine Wand, da bin ich gegengefahren. Lol. Ja, da sieht man noch mein... Wow! Hä, hey, wie geil ist das denn? Dass sowas geht? Was macht ihr denn da? Nice, ey. Ja, guck mal, den Schreier da hinten. Jetzt schon schade, dass Nugi nicht dabei ist, ey. Och, fick mich. Der wäre da schön häufig reingebrezelt, ne? Gib Gas, du Lager! Danke! Du auf Weihnachten oder was, schön. Ey? Also bis jetzt ist die Pantomap hier echt geil gebaut, ey. Ja, wann explodiert Ares? Wann explodiert er? Gar nicht. LOL. Ja, und ich spring zu weit oder was? Ja, nein, ja! Hey, oh, war das richtig hier? Ja, Nugi dabei und wollten ja dann noch was aufnehmen, weil es sich gewünscht wurde, ne? Ah, aha. Das sah aber schön aus. Okay, also wir müssen da langfahren. Wirklich eine geile Sache, um Boxershot zu vermeiden. Wenn du da langfährst, wirst du einfach gesprengt, Digga. Wenn du falsch fährst, dann weißt du das schon. Genau, das ist doch geil, ey. Sobald du explodierst, eine Boxershot und jedes Mal eine neue? Das wäre auch was Interessantes. Wäre eine Challenge. Oh, Alter! Ja, aber so viele Boxershots hast du doch gar nicht. Mal zu langsam, mal zu schnell. So, jetzt ein Mittelspeed. Ah, theoretisch. Der Mittelspeed war's auch nicht! Lol. Theoretisch müssen wir uns dann noch über die Map einigen, ne? Ist hier eine schöne Level-Asian. Let's go. Ja, da brauchen wir aber den gleichen Map-Bauer, ne? Der so richtig interessante Dinge hier bastelt. Oh, das wäre optimal. Bistel Basti! Ich finde schon mal sehr gut, dass Deko nicht nach vorne tryharden kann mit der Annehmungsmine. Das finde ich sehr, sehr geil. Bastel Butzi! Ja, sieh mal zu ihr jetzt, Alter! Ja. Was für ja? Wie lange braucht ihr denn? Warte, so. Wieso ist da irgendwas? Irgendwas muss da doch noch sein, oder?
Hä? Nein. Hä, was ist das für ein Punkt, ey? Ihr Schwanzgrabscher, Alter. Da war ja komisch einzusammeln, ey. Ich wollte euch einfach nur... Ey, kick den Lappen doch mal! Ich wollte unser Kicken. Oh, wie schlecht die Jetzt muss ich erstmal Aimboost trinken, ey. Fick mich. Übrigens, Aimboost schmeckt noch viel geiler mit einem richtig dicken Eiswürfel drin. Hm. Also einen richtig dicken will Marvin auf jeden Fall drin haben. Aber es mit dem Eiswürfel hab ich sogar schon... Da muss ich ja schon mal nicht bei dir anklopfen, oder? Nein, das ist sehr lang. Das mit dem, oh, weia, das mit dem Eiswürfel habe ich bei den letzten dem Muchachos schon mitgeteilt. Sehr gut. Dass sie zu ihrem Aimboost einen richtig schönen geilen Eiswürfel genießen sollen. So, warum ihr verkackt wahrscheinlich wegen rückwärts, oder? Nein! Ja. Weil ist der kleine Lutscher einfach da. Nee, du musst alles rückwärts machen. Ja, du musst rückwärts fahren. Ja, fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Wie seid ihr, Chaco, ey? Guck mal, fährt wirklich rückwärts, ey. Was für ein Lutscher ist das? Jetzt hab ich euch voll Trauer, Alter. Richtiger Chupa-Chups-Lutscher bist du, ey. Wobei, das ist ein guter Lutscher. Du bist dieser... Geil, du bist, ey. Ey. Und Ares fällt vor Lachen einfach runter, Alter. Geil, ey. Ah, scheiße. Oh, danke, Mann, für den Hinweis. Ich bin sehr freundlich von dir. Was sind denn so richtig billige Lutscher? Du bist so ein Lutscher, den man beim Zahnarzt bekommt, den ich gar keine haben möchte. Ah, oh, die sind echt billig. Aber Chupa Chups waren schon geil. Ich weiß, ich habe mich früher richtig häufig mit meinem Bruder über Chupa Chups geprügelt. Ja, so geil waren die nun auch nicht. Ja, für uns schon. Doch. Und ich habe die, wir haben uns Lager angelegt, indem wir bei uns im Kinderzimmer in den IKEA-Schränken diese ganzen Steckplätze, wo du die Regalböden einstellen kannst. Da haben wir uns die Chupa Chups reingesteckt. Oh yeah. Oh es yeah. Ist nur ein Nein, Deko, oh nein, ey, ich hab keinen Bock, die ganze Scheiße mal von vorne zu machen, Oh ja. Oh, Digga, guck mal, wie geil ich einfach bin, ey. Du kannst ja gar nicht, ey, du Lappen. Digga, wie ich einfach durchkomme. Nein! Ja. Nein, ey! Digga, das war Karma, Marvin, schön. Alter. Aber Digga, ich schick dir doch einen Kumpel. Ich merk mir das. Verpiss dich, und Deko. Werde dir das irgendwann heimzahlen. Du bist selber runtergefallen, du Arschmuschi, Alter. Wo bin ich selber runtergefallen? Verpiss dich jetzt, Deko. Wo bin ich selber runtergefallen, ey? Hä, du hast richtig Speed gegeben und bist zu schnell gewesen. Ich hab die Kurve gekommen. Dann bin ich an der Seite lang und du hast mich weggebrezelt. Deko, komm schon. Du warst aber schon raus. Ich halte Ares gerade auf, dass du ihn runterstoßen kannst, wenn du kommst. Hä, warum? Versuche ihn vorher runterzustoßen, aber er weigert sich. Ja, lass es schon mal. Ah, du musst die Scheiße eh nochmal von vorne machen, also. Nein, muss ich nicht, komm. Du kannst auch jetzt schon anfangen, Ares. Wow. Nö. Auf gar keinen Fall. Enten schreien. Ja, also, ich hab Schrei gehört. Nochmal kurz zum Chupa Chups. Eigentlich ist das ja wirklich nur so ein billiger Lutscher, ne? Und trotzdem... die waren aber früher mit Zunge färben, Lachs. Das fand ich schon, das war als 5-6-Jähriger. Ja, die waren abgefärbt. Aber nicht alle. Nee, nicht alle. Damals, die guten. Spricht auf jeden Fall für die Qualität, wenn du irgendwie bleibende... Das ist ja mit Farbstörung. Das war dann für weiß nicht, 3 Jahre oder sowas da. Nicht für immer, ey. Also für 3 Jahre würde ich sie mitnehmen. Wo ist Ares eigentlich? Halt die Fresse! Da bist du erst! Halt die Schnauze! Ich kann immer warten, ey. Guck mal, Ares, ich warte dir, ne? Marvin Schreier da vorne. Ich stehe doch auch hier gerade. Ihr seid beide miese Schakos. Ja, und? Aber 8 Kilometer weiter vorne. Ja, weil ich skillig bin. Ich musste meinen Skill erstmal langsam bremsen. Der muss noch ein bisschen rollen dann. So viel Skill habe ich. Bin mit einer krassen Skillgeschwindigkeit bin ich unterwegs. Danke also, fürs Warten. Wir sind richtig übergewichtiger LKW, da nicht für. Finde ich aber auch fair, weil du fahr hast mal bitte, runtergeschubst, mieser fahr Ficker. Fahr mal bitte einen anderen Weg lang. Marvin. Ihr miesen Chakos, ey. Marvin hat dich runtergeschubst. Ich fahr wieder vor, ich darf wieder in die komische unsichtbare Bombe reinfahren. Dankeschön für gar nichts. Ja, fair. Wolltest du mich doch wegficken, oder was? Digga, Ares, ja, schon so miese Pläne. Marvin! Hä, bist so eine Sackflitsche, Alter. Hä, wieso, was hab ich gemacht? Ich fahr jetzt einmal links. Ist da eine Bombe drin? Ich will das testen. Hä, nicht? Langweilig, aber, hä, wieso? War da irgendwas? Ich hab da nichts gesehen. Ist da irgendein Troll? Was denn? Wieso? Wo ist? Hä? Ich hab verkackt, weil du mir entgegengefallen bist. Hä? Du bist einfach nur straight runtergefallen gerade, als ich gerade hochgefahren bin. Aber ich hab dich doch nicht mal weggerammt. Auch gerade wieder runter. Aber der Punkt ist schon da, also wir müssen eigentlich da hoch. Ares sagt nichts, okay? Schade. Ich dachte, Deko kickt mich auf die Plattform. Es gibt nur einen
Rudi Möwe. Hä? Das, ja, wie Spam macht. Es gibt nur ein Rudi Möwe. Du musst einfach nur ganz nach hinten fahren. Es gibt nur ein Rudi Möwe. Oh yeah. So, Chupa Chups hat es wahrscheinlich nur geschafft, irgendwie ordentlich krass zu sein, weil, weil die abgesiebt haben damals. Es gab auch welche verkauften nicht, glaube ich, so drin. Das gab's auch. Die waren nicht auch von Chupa Chups? Was war denn besonders an denen? Ja. Aber an die kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich an so Lollis. Oh oh. Nein! Ey, ich hoffe, wir sind alles weg. Chupa Chups hatten auf jeden Fall auch einen Werbeclip mit gefärbten Zungen. Oh, du fährst rückwärts? Warum fährst du denn rückwärts? Weil das der schwarze Panto vorgibt, fahr rückwärts. Warum fährst du denn rückwärts, Dicko? Warum fährst du denn rückwärts? Warum fährst du denn rückwärts, Dicko? Hey! Warum fährst du denn rückwärts, Dicko? Wo ist die Bombe? Warum fährst du denn rückwärts? Nein, Digga, jetzt dreh ich vorwärts, wahrscheinlich kommt jetzt die Bombe, Alter. Ey, ey! Oh. Hallo! Ja, nein, nein! Ja, oh, warum? Ja. Oh, ey, ich häng hier. Ja, Baby, warte, jetzt komm ich zurück und fick Marvin noch weg, ey. Warte, ich fahr jetzt rückwärts. Ich glaube, das ist besser. Also, ich bin nicht explodiert. Ja! Von beiden Seiten, Alter. Support ist kein Mod an dieser Stelle, würde ich mal sagen. Ja, falsche Richtung, Deko, aber danke. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Ich finde es richtig eigentlich so rum. Ja, doch. Ja. Hallo, ramp dich nicht immer weiter in die Scheiße, Alter. Schiebst du dich wie so ein Hotdog immer weiter in die Scheiße rein. Ist Ares gerespawnt? Nee, der ist einfach. Nö, ich bin noch da. Nein. Okay, lass dich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe. Nein! Nein? Okay. Ramp da nochmal richtig schön rein da. Ja, dankeschön. Aber Ares musste sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben, der Lappen. Digga, hallo? Marvin, der war so ein richtiger Spaltenkäfer, ey. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Ramm hier nochmal richtig rein, ey. Panto, Alter. LOL! Hallo. Ich wollte Ares gerade befreien, weil ich ihn einmal runtergestoßen habe. Jetzt kannst du mich befreien. Ares, jetzt sind wir quitt. Ja. Guck mal, wie ich hier hänge. Ja. Nicht beide gleichzeitig schon wieder. Ah. Ja, ich. Ja, ich einfach hebe runter, dich. Jodeln. Danke dir, Kuss geht raus. Nein! Jetzt verzieh dich, du Lappen. Jetzt sitzt er wieder drin. Was ist das für eine Kacke hier? Ey, Digga, ich bin einfach rübergefahren, ey. Gar kein Problem. Ich hab dich gerammt hier. Hä, überhaupt nicht. Es gibt nur einen Pro-Bosser. Das ist ja, jetzt hat er einen Ohrwurm, ne? Jetzt hat er wieder einen Ohrwurm hier, ja, ja. Das ist aber hier ist eine Bombe, oder? Hier ist eine Bombe. Das ist doch gar kein Spiel verbaut, oder? Ey, die Bombe kann niemals irgendwie erkennen, dass man da rückwärts fahren muss. Never, Digga. Never. Stimmt, müsste eine Bremse hier oder ist auch gar kein Speed drin. Also, ernsthaft. Ah, okay. Das geil, Marvin. Alles von vorne? Nee, schade. Ey, das wäre viel lustiger gewesen. Das wäre schon lustiger gewesen, wäre es ein Troll gewesen. Oh! Ja, überlebt, easy. Also Chupa Chups, Leute, es gab Kaugummis, ja. es gab Farbabsonderungen. Aber Chupa Chups waren Lollis mit Kaugummis, ne? Nicht nur Kaugummis. Lollis? Ja. Hä, aber Chupa Chups waren doch nicht alle. Chupa Chups Lutscher mit Kaugummis. Hä, das waren doch nicht alle Chupa Chups. Nein, nein. Wie? Aber genauso die hatten einfach nur, genau, die hatten einfach so mehrere Sorten raushaut, halt Chupa Chups das auch. Genau, Lollis, genau. Die welche Zunge färben, welche mit Kaugummis drin. Ja, genau. Aber gab es auch welche, die so ein bisschen geknistert haben? Ich glaube nee. Auch diese Knister-Schokolade? Ich weiß gar nicht, nee, ob... Nicht als Chupa Chups, ne. Nicht? Ob die das haben. Es gab so komische Füße, Fußdinger, die du in so Knisterzeug reingetan hast. Die waren geil, ey. Oh, die waren richtig geil. Wie Marvin da vorne, Triadel, warte doch mal, Alter! Ja, warte, ich hol mir den nächsten Punkt, dann kick ich euch nochmal alle runter und dann können wir weitermachen, ja? Ja und ja. Digga, guck mal, wie viele Punkte es gibt, ey. Was? 71? 71, ey. Ja. Euer Leben, gut. Ey. Euer Leben. Oh. Wo ist der Ares? Wo ist der Ares? Hallo! Wo ist der Ares? Ey! So, hier warte ich und schau, dass sie verkacken. Also. Ja? Fuß. Ja. Es gab den Fuß. Den Knisterfuß. Den Knisterfuß. Aber was ist jetzt neuerdings oder keine Ahnung, wie lange schon gibt? Es gibt ja wirklich auch eiskalte Süßigkeiten jetzt von Chupa Chups. Habt ihr die Scheiße gesehen? Nee. Kennt ihr diese Drachenzunge? Hä, ich spring daneben? Ihr kennt doch diese Drachenzunge, oder? Ich kenne Drachenzungen nur von Hitler. Die sind übertrieben geil. Und Chachos, falls ihr irgendwie so Gummizeug mögt, dann holt euch Hitler. Aber das gibt es jetzt auch von Chupa Chups. Einfach der geile Scheiße. Bloß bei denen ist das so mehrfarbig, aber genau solche Zungen. Aber. Und Chupa Chups sind die auch mehrfarbig.
Nein, aber da ist das eine Zunge einfarbig. Ach so, nee, das finde ich scheiße. Das mag ich nicht. Weil es gibt ja Farben, es gibt ja Farben, die ich nicht mag. Dann kann ich ja gar nicht auswählen. Nein! Nein! Ja, voll gut! Ich dachte, alles wäre hinten. Oh, schön! Oh, nein! Alter, ja, der war ja böse. Nein! Ja! Nein. Oh. Warum? Alles Fake-Punkte oder was? Oh, ist so schön! Hast du versucht, alle zu träumen verkackt dabei? Ja, also, nicht, also ja, aber Marv nicht mal so 100%. Mich. Ja, weil er ein Lappen ist, ey, voll gut. Oh, schön. Ey, dich mach ich fertig, ey. War jetzt hier schon irgendwo ein richtiger Punkt wieder? Nee. Nee, noch nicht. Hi, Deko. Hallo, zieh dich. Mein Arsch geht nur ein. Also hier, ne, das finde ich nicht Marvin. Gut, weil es gibt ja Farben, die man nicht mag. Und dann will ich aber das auch entscheiden können. Ja, schmeißt oh, die anderen weg dann, oder die was? Die komischen Blauen will ich ja meine Freundin abgeben können, zum Beispiel. Nein. Oh! Oh, schade. Ich hatte gehofft, du fliegst rüber. Respawn mal. Wenn du dicke Eier hast, respawnst du jetzt. Komm. Ich hab richtig dicke Eier, Alter. Los, dann respawn, los! Digga, ich zieh eiskalt durch, ey. Weil ich so richtig fette Schlepphoden habe. Scheiße, oh, yeah, Mann! Digga! Digga, du wusstest das einfach, ey! Yeah. Du wusstest das, ey! Digga, einfach die Schlepphoden des Todes und nicht mal bestraft worden. Echt dafür, der ey. Kleine da oben Alter, war wirklich Schwede, ein echter Problem. Digga, ja, wirklich ein krasser Typ, ey. Die kleine Erbsenhodenziege. Digga, du hast für Erbsenhoden, ja, richtige Schlepphoden, Alter. Ja, ja, easy, 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 easy. Easy. Oh, nein, nein. Nein, nein, nicht mehr als von vorne. Ja! Ciao! Wieso bin ich so zur Seite gerutscht? Ja, weil es hier Schnee ist, Bruder. Ja, aber ich hab ja nicht gelenkt. Weißt du nicht, was Schnee ist? Nein. Genau. Okay. Schnee gibt es nicht mehr mittlerweile. Da ist der gute Schmaris. Hallo? Ich hab ja auch eben kurz auf euch gewartet, ne? Aber wirklich. Oh, Ehre geht raus, Digga. Das Ares mal auf uns wartet. Ihr wart Digga. Ja auch Kuss. Gleich am Stissel hier, ne? So ist es nicht. Kuss geht also raus, Digga. Du hast gewartet. Oh! Kuss geht zurückgezogen. Nein! Schade, Ares, schade. Ich nehm dann mal den anderen Hi! Weg. Hi! Hä? Was ist alles für Heckpunkte? Ja, ist für alles, da war es ein Punkt. Geil, ey. Also bei mir zumindest war es ein Punkt. Oh fuck, welchen Weg nehme ich jetzt, ey? Was ist Schau jetzt, ja. Oh Mann, ey. La, 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 Digga, okay. ich will sehen, Marvin hat Selbstmord begangen, ey. Oh je, mine. Gib mir die geile Nachricht. Bro, fucking Nein. Bosser ist glänzend unterwegs. Oh, bisschen Mindgames, muss ich sagen, an der einen Stelle. Ziemlich krasse Mindgames. Fuck. Ach, ist das schon wieder verkackt? Ja, ich bin bei dem Einsprung zu langsam gewesen. Wo seid ihr denn jetzt, ey? Immer muss ich auch... Das ist ja, nicht jedes gut, Mal muss ich auch weil ich weiß nicht, welcher Weg war jetzt hier schlecht und welcher war gut. Wahrscheinlich ich sag euch Mindgames. Wahrscheinlich, ich sag sie am Anfang was links. Und beim anderen war es auch links. Den ersten glaube ich dir. Hä? Hier ist wirklich. Er hat keine Mindgames gemacht, muss zweimal langfahren. Keine Mindgames. Hä, aber wenn er keine Mindgames macht, ist der zweite rechts. Er hat immer den längeren Weg, ne? Sag ich dir. Immer den längeren Weg. Nimm den längeren Weg. Genau. Fick mich. Oh. Digga, Ares, hältst einfach nur hinterher, der Lappen! Ja, klar, Digga, ich dachte, Ares, hör mal auf zu schummeln, ey. Ich dachte, die doppelte Psychologie hätte da jetzt reingekickt, ey. Nein! Lol. Hast du verkackt? Ich hab verkackt. Oh ne, hier war. Ey, lol! Oh, fick mich, ey. Nein, ey. Schade. Immer wenn ich verkacke, ist da ein Punkt, ey, weil ich einfach so ein mies guter Mensch bin, das ist Karma. Ja, genau. Das ist richtig Karma, ey. Oh, er hat einfach mein Buddha gescannt. Ey, aber die Map ist geil, oder? Die Map ist richtig geil. Die richtig Hammer, ey. Nein! So ein paar Trolls eingebaut sind, so coole Trolls, die aber keine Ahnung, wie funktionieren. Es könnte nach meinem Geschmack noch ein bisschen mehr sein. Noch mehr Trolls? Noch ein bisschen mehr Explosive Stuff. Ja, 43. Okay, hier hat die Abkürzung noch funktioniert. Oh. Hallo Natsu, leg du, wenn ich gleich die Muschel bin, sag kurz Bescheid, ja? Wenn du gleich eine Mutti bist, okay. Ja. Deko wäre bestimmt auch nicht. Nein! Ey. Es könnte sein, dass Natsu sich auf meinen GoXLR wieder irgendwo drauf legt. Ja! Ey!
ich wirklich wollte, rein! Ey. Ich werde wirklich rein! Ja, wie weit hinten weiter ist, Alter! Digga, wie kannst du so dämlich sein, ey? Leute, ja, Leute, ja, mein Geschmack ist viel zu viele Trolls, ey. Oh. Ja, geil, ey. Oh, fick mich, ey. Fick wie, Digga, hatte, wie könntest du da reinfahren? Ich hatte ganz kurz überlegt, Alter. Ich hatte ganz kurz überlegt, nämlich doch den kurzen Weg. Nein, den langen Weg. Ich sag dir, ich hab dir vorher gesagt, es ist einmal der kurze. Digga, du wolltest mir nicht vertrauen, ey. Ja, das war aber doch auf ein komplett anderes Element bezogen, oder nicht? Nee, das war hier bei so einem UFO. Ich hab vorher gesagt, fahr einfach mal den kurzen Weg. Es ist nicht immer der lange Weg. Richtiger Turbo, ey. Ja, bitte. Zu. Hetz mich nicht, Mann. Beim nächsten Punkt warte ich wieder auf euch, ey. Es dauert hier wieder zu lange. Hetz mich nicht. Ja, fahr. Wo seid ihr denn gerade? Digga, nein. Ey, Digga. Oh, fuck. Hast du ihn runtergekickt? Was? Niemals. Hast du ihn runtergekickt? Nice. Du bist so ein mieser... Digga, er wollte mich vorfahren lassen, um mir die Trolls abzuscannen, ey. Der kleine, kleinhodige Ares. Genau. Ja. Als ob du das nicht wolltest. Nein. Ja. So, wir fahren dann mal verdient als erster ins Ziel. Es war auf jeden Fall mir ein Ehre. Ja, ey, ich bin so schlecht, Alter. Lol, ja, du hast da noch, ey. Zum Glück, dass ich vorfahre. Nein! Nein! Ey. Ich hab einfach in die Zukunft geschaut und wusste einfach, mit was für Leuten ich spiele. Und deswegen hab ich... Oh! Ich hab verkackt, aber es sah geil aus. Oh, alles wieder von vorne. Nice. Ja, Mann, ich einfach instantiert ein Karma wieder gepunished, ne? Nee, alles gut. Einfach sofort so einen richtigen Ziegenhuf in dein Rektum geballert, ey. Alles chillig, alles nice. Wo seid ihr denn da, Klasse, erst, wo ne? ist denn Ares? Hast du schon wieder verkackt, Ares? Nein. Warte nochmal, falls ihr es nicht gehört habt. Nein. Ja. Dann wollen wir mal. Neue Runde, neue Wand. Schneller, nicht so langsam. So, Ares. Ja. Und er hat es! Leider. Ares zu Lappen! Warum fährst du da lang? Weil es die ganze Zeit immer der längere Weg ist gewesen jetzt. Also wirklich, jedes Mal war es der längere Weg. Oh, mieser Chaco, Alter. Ich glaube, er hat aber sogar recht. Oh, fuck, warte mal hier. Es war bei den runden Dingern, war es immer der längere Weg. Yeah. Bitte. Ja. Okay, Digga, ja, wie fahren wir gar nicht? Oh. Hä? Du hast irgendwo verkackt, okay? Ja. Ihr dürft nicht durch die Klammern fahren, das kann ich euch sagen. Wie hast du aber auch versucht? Hast du getestet, nicht durch die Klammern zu fahren? Nee, habe ich nicht getestet. Ich auch nicht. Ares, willst du mal testen? Nein. Teste doch mal, doch! Wir wollen aber wissen, ist das Rätsel lösen. Muss man da durchfahren oder nicht? Das ist jetzt ja, die Frage. Ja, muss man. Geil. Geiler Typ. Bitte alles von vorne. Bitte. Ey, was? Alles von vorne? Ey, das wusstest du auch schon, dass du da respawnst. Nee, wusste ich nicht. Ich hatte nämlich den anderen Punkt eingesammelt. Ich wusste nicht, dass man dann... Oh, Mann. Nein. Ja. Yeah. Ja. Komm, jetzt überhole ich noch Marvin, dann ist der Tag perfekt hier. Nochmal verkacken, Marvin. Einfach nochmal verkacken. Nein. Komm, bitte, sei richtig. Nasenhaar, Digga, warum Nasenhaar? Weil die attraktiv sind. Oh, ich weiß nicht, ob es da Wege gab, um zu verkacken. Das würde ich gerne bei Deko dann wissen. Oh, fuck. Nein, bitte nicht. Baby, da war ein Punkt, ey. Ich dachte, das wäre so geil gewesen, wenn du wieder hinter mir respawnst. Digga, ich hab mich richtig gefreut, ey. Ja, Digga, komm erstmal her hier. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich glaube, ich bin seitdem nicht mehr gesprengt worden hier. So viel kann ich verraten. Ja, aber schade. Es ist sehr schade, ja. Muss ich auch sagen. Wir nehmen den Weg hier. Ja, wie früh man die Punkte teilweise schon einsammelte. Muss man ja. Jetzt hier.
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Los, los, los. Yeah, baby! Yeah, baby, yeah. Oh, es ist aber heftig verschimmelt hier, der Boden, ey. Alter, es ist aber noch mal gar nicht so einfach hier. Jetzt das schräg fahren, das könnte... Ach, da hinten, Digga, easy. Das wird ja bei euch noch ein richtiges Skill-Duell, ey. Na, mal schauen. Oh, nein, 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 nein. Oh. Oh, oh, scheiße. Ich kenne die Hitbox von diesem Element nicht so wirklich. Hat aber geklärt. Ja. Digga, meinst du, hier gibt's einen richtig und einen falsch? Also, ich bin First Try durch. Okay. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber es würde mich interessieren. Würde mich auch interessieren. Nein, alles von vorne, ey. Aber ich würde viel. Also, ich würde meine Eier opfern, wenn. Nein! Ja? Yeah, oder was? Ey, nein! Was war da? Was Digga, war da? Beim letzten Ding verkacke ich, Alter. Aber einfach nur, weil ich zu schnell gefahren bin. Oh, geil, aua. Ey, Punch überdreh dich jetzt nee, nicht. Hallo. Ist damit alles wieder Zweiter, oder? Nee, nee, ich bin Dritter. Es ist schon komisch, muss ich sagen. Scheiße. Nein, ich hab schon wieder verkackt. Digga, was macht ihr denn da, ey? Ich stell mich gerade, muss ich sagen, ein bisschen dumm an. Ja, same. Ich muss sagen, ey. Der Verlierer muss dem Gewinner Chupa Chups kaufen übrigens, ne? Ja. Gibt's die noch? Ja, natürlich gibt's die noch. Aber die 2001er Zungenfärber Chupa Chups. Natürlich. Aber in Blau natürlich, bitte. Extra ungesund. Es gab keine feste Farbe. Du hast eine Packung gekauft und da war alles mögliche drin. Echt? Ja. Oh, geradeaus. Wir machen es einfach, Digga. Wir machen es einfach, wir riskieren es. Das war so geil damals, ey. Aber ich will auch wirklich eine Originalpackung von 2001 haben. Ey, was ich jetzt gesehen habe, apropos 2001, ne? Ja? Ich war in so einem Asia-Laden, um mich wieder vollzudecken mit scharfer Soße. Und, Sriracha gekauft, oder was? Genau, es gibt ja gerade einen Sriracha-Notstand in den USA. Schon seit einiger Zeit. Also da bezahlst du echt für so eine Sriracha-Packung zahlst du irgendwie 60 bis 140 Dollar oder so ein Scheiß. Also echt viel. Alter, was? Keine Ahnung. Hier in Europa scheint alles fresh zu sein. Zwei Quellen hatte ich da. Zwei Zeitungsartikel. Aber haben die in Amerika ein anderes Rezept für die Sriracha-Soße? Keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Hab ich nicht letztens mal so eine Doku gesehen über den Schöpfer von Sriracha? Digga, schick mir die. Das finde ich super interessant, weil ich scharfe Soße liebe, ey. Ja. Ach nee, das war, glaube ich, hier Lachs Cheetos oder sowas. LOL! Yeah! Hä, wo bitte? Kann man danach noch explodieren? Wo? Oh. Aber auf jeden Fall, war ich dann im Asialaden. Es gibt nämlich so eine Soße, die ich richtig geil finde, von ABC. Die schmeckt richtig, richtig lecker. Die ist nicht mal wirklich richtig scharf, sondern die ist einfach geil. Und die gab es nicht. Dann hab ich da so ein bisschen rumgeschaut in dem Laden, dann habe ich da so ein Regal entdeckt, abgelaufen. Ich so, hä, seit wann dürfen denn abgelaufene Sachen im Laden verkauft werden, ey? Sind da eiskalt wirklich Sachen, nicht von 2001, aber von 2020 und 2021, die sie zu 50% verkaufen, Digga. Lol. Aber das dürfen sie das? Das waren Oliven. Darf der das? Also Alter, Digga. Digga, ich hab meine Frau gefragt. Weil man sagen muss, vergammelte Oliven schmecken wahrscheinlich genauso beschissen wie noch gute Oliven. Ich hab meine Frau gefragt. Oliven, ja. Meine Frau meinte, nein, dürfen sie nicht. Nee. Das wäre jetzt auch mein Wissensstand. Okay, das heißt, wir nennen mal nicht die Adresse des Ladens. Damit in der Nähe von Kaufland. In Hannover. Seine Sriracha-Quelle, Alter, und er haut jetzt mal in die Pfanne, Alter. Überschickt das Gesundheitsamt vorbei, ey. Wenn der Laden pleite geht, Alter, wenn die zugemacht werden, die Familie irgendwie auf die Straße sitzt, dann bist du schuld. Bist du damit zufrieden, Marvin? Bin ich, ja. Ciao! Oh, nein! Alter, war das close, ey. Ja, keine Chance, du dieser Klabuster-Schlumpfe. Digga, deinen Arsch hol ich mir jetzt hier. Guck dir das an, ey. Wo seid ihr denn schon, ihr Fickfehler? Digga, die Strecke jetzt ist zu lang, ey. Wenn Marvin mich die ganze Zeit rummückt hier, dann schaffe ich das nicht. Oh, nein. Nein. Hi! Aris, fahr über die roten Schilder rüber. Hab ich schon, ja. Okay. Alter, nein, 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 nein! Mit dir. Du Mieser! Hallo. Du Mieser! Nein, 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 nein! Alter. Hallo? Verpiss dich! Oh Gott sei Dank. Guck mal, hab ich dich gerettet. Ja, du hast mich gerettet. Lass mich raten, du hast mich gerettet. Ja. Ja. Hi, Mr. Deko. Ich wollte mich ja noch einmal rächen. Nein! Nein! Digga, verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Was muss ich machen da? Ey! Nein! Nein!
Alter, ich wäre fast ins Wasser gefallen, Alter. Mami, war bist du? Lass mich zu Ruhe! Oh fuck. Marvin, was ist los mit dir? Tut dir die Sonne nicht gut? Da ist irgendwo keine Textur, oder? Irgendwo fällt man einfach durch. Also, ich fahre da mal schnell ins Ziel, sonst holt Deko noch den ersten Platz. Digga, sowas von richtig verdient hätte ich das auch. Aber geile Map, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Digga, die war richtig nice. Also, da muss man sagen, Muchachos, Link in der Beschreibung, zockt die selber. Auch alleine bestimmt ein Abenteuer, mit Freunden natürlich immer besser. Gönnt euch. Als auch schon mal rein, damit Ares sich beenden kann. Ja, genau, Alter, wo bist du so? Hallo? Also Ares jetzt dort, wo Deko ein bisschen getrollt wurde von mir. Ja, das heißt, ich kann auch mal trollen. Ja, vielleicht kannst du auch mal versuchen. Das Feeling hier dem Ares beibringen. Hallo! Aber du musst auch die Geräusche von mir machen. Wie ist denn das, dass ihr beide locker easy peasy auf dem Behindertenparkplatz parken könnt? Zumindest im Sommer, ey. Da dreht ihr immer so ein bisschen mehr durch als sonst. Oh, lol. Alter. Also meine Nachbarn denken auch nur Gutes von mir. 100 pro, ja, deswegen. Yeah. Und ich glaube, du kannst gleich reinfahren, jetzt noch nicht, sonst kommt Ares auf jeden Fall nicht mehr rein. Ja, beenden muss er auch nicht, oder? Beenden muss er auch nicht, ne? Nö. Okay, ich glaube... Hä? Fahr doch in den Punkt! Ja, ich bin Junge! Okay, jetzt kannst du rein. Bin ja auch nur ein bisschen zu weit geflogen. Also, und gönnt euch Aimboost, nicht vergessen. Map. Genau. Aimboost gönnen, Merchandise gönnen, bei Instant Gaming gerne auch supporten. Geilen Kommentar geht raus. Schreibt mal einen Kommentar, wie ihr die Lache von Marvin schriftlich schreiben würdet. Ach du meine. Ungefähr so, so liest, wie sie sich anhört. Und welcher Gegenstand? Oder welches Tier oder welcher Mensch kommt dem am nächsten, ja? Das wär auch nochmal sehr interessant. Also, Daumen nach oben, Ballermuchachos, habt noch einen wunderschönen Tag, bis dann reingehauen. Bye, bye.